Klingt sogar echt nice. Ich ging jetzt rein und wieder raus. Und zwar auf Rädern. Alright. Und was ist der schnellste Weg in ein Gefängnis? Das ist ganz einfach. Man steht eine Rampe und stellt sich vor dem Zaun auf. Ja. Wenn es soweit ist, sieht man die Flugraketen. In der Stadt wird gerade ein Film gedreht und wir haben genau, was wir brauchen. Fahr zur Adresse, hol die Stuntrampe und bring sie zum Gefängnis. Hui. Also auf die Wache. Also ich meine, es gibt viele Wege in diesen Knast reinzukommen. Aber hast du schon mal überlegt, einfach eine Rampe vor dem Knast aufzustellen? Oh, gar nicht unauffällig. Aber genau das machen wir jetzt. Oh ja. Wir fahren jetzt zum Filmset, an die Rampe und stellen sie vor dem Gefängnis. Was, Boy? Der ja, irgendwie schwer mich hier festgenommen. Ja. Unser Plan zum Vorstellen, wir haben jetzt den anderen Typ wieder angesteuert. Gefängnis. Er sagt schon, dass wir über 8 Minuten haben. Also, wir fahren im Endeffekt mit unserem Auto. Bringen wir mein Gefängnis. Fahren da rein, schneiden, keine Ahnung, 5 Leute oder so. Die 5 Leute, die wir ausschalten müssen, ne? Schneiden die ab und fahren wieder raus. Toller Plan. Aber nein, GTA meint ja natürlich eine Rampe zu nehmen. Ja, das soll ja, das sollen ja alle, diese Mini heißt was mit Tuning zu tun haben. Also ergibt Sinn, dass wir. Alle werden beschossen. Alter, du Hurensohn. Ich bin in den Chat für den gefallenen Bruder. Digga, ich hab jetzt irgendwie ein ganzes Magazin auf den Typen geschossen, der ist immer noch tot. Digga, ist er unsterblich? Ich glaub, der eine ist einfach verbuggt und ist unsterblich, weil meine Waffe einfach nicht. Hm, der steht schon wieder auf. Ja, deswegen meine ich ja, der scheint unsterblich zu sein. Anderthalb Magazine auf den geschossen, der lebt immer noch. Hab ihn sogar irgendwie dreimal am Kopf geschossen. Hab ihn tot. Ja. Geh mal da weg, ich will den Anhänger mitnehmen. Soll ich mit deinem Auto fahren? Kannst du einfach in den LKW steigen? Wir müssen ja irgendwie mit dem Auto da rein. Ja, aber doch jetzt. Wir holen doch bloß die Rampe zur Vorbereitung. Das Einbrechen machen wir doch gleich. Achso, okay, voll. Dann stelle ich in den LKW ein. Das ist wie ein normaler Heißluftfahrt. Da liegt ein Schirm, ja. Alter, mach ein Backflip. Wenn ich halt wirklich nur zu machen. Wir müssen den versuchen, den LKW zu schubsen. Danke, dass sie auf einmal weggeschrotet wurde. Wir versuchen, den LKW zu schubsen, damit er von Dings runterkommt. Hier sind Cops. Und natürlich, hier steht Cops. Officer down! Nee, fahren wir mal an der anderen Seite. Ja, ich wäre doch meine Idee. Vor allem, ich bin immer noch auf dem Film.
Insight und die Polizei hat mich gerade Oh, danke NPC. Der NPC hat mich gerade beinahe freigemacht. Ich kann aber auch nicht rückwärts fahren. Läuft irgendwas hinten? Naja, so eine. Ich kam gerade nur zwei Autos und NPCs. F für den Gefallen, Bruder. Mich treffen die einfach nicht. How can I be of service? Call back when your brain has started working. Hallo Jungs, darf ich vielleicht? Man kann ja auch nicht mal Molester anrufen, das ist ja auch diese Scheiße. Hier blockiert aber hinten eigentlich auch nichts. Nee, das blockiert eigentlich nichts. Aber der LKW bewegt sich auch so kein Stück. Obwohl eigentlich nirgends so was zu sehen ist. Ich weiß, was blockiert. Und da zieht einfach so eine Leiche die und irgendwelche Metalldinger, die einfach alles blockieren. Ich wollte gerade fragen, ist das normal, dass hier so eine Metallstange liegt? Das habe ich ja auch gerade gesehen. Ist das normal, dass hier so eine Metallstange einfach zwischen dem Weg liegt? Ich ramm letztens auf sie. Jetzt mal ein bisschen gerammt. Wolle, verpiss dich. Ja, danke, du Schweine. Backe. So, auf jeden Fall. So, ich habe mal kurz die LKW-Tür abgefahren, weil ich versucht habe, Boden zu überfahren. Das heißt, wer steht den Anhänger? Der LKW. Danke. Du schaffst ein paar einzusteigen. Könnt ihr euch nicht überlegen? Wir versuchen nur eine fucking Rampe zu machen. Jetzt fährt er. Und tschüss. Ich kann damit einsteigen. Ja, das läuft gerade. Sprintet schon. Auf jeden Fall habe ich einen LKW-Führerschein, Leute. Ja, auf jeden Fall. Du hast es dir sofort gesagt. Ich habe nicht mal einen Autoführerschein und du hast schon einen LKW-Führerschein. Und ihr hättet ja schon längst einen haben können, wenn Corona den nicht dazwischen gefunkt hätte. Ja, deswegen. Weil Corona dazwischen gefunkt hat, hatte ich ja jetzt gerade erst mal vorhin meine zweite Fahrt. Wohin? Theorie? Nein, fast. Achso, und wie? Und wie war? Oha, Sportwagen? Nein, normaler Akku. Achso. Weil das ist ja nicht umsonst, als wie es jetzt so gedacht ist, ne? Mhm. Ich wollte ja unbedingt wieder gut festhalten. Hat er doch schon mal. Ruhe. Ja, ich weiß nicht, ob es Samstag oder Sonntag war.